Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von No Rest for the Wicked. Diesmal habe ich mir den Titel extra nochmal aufgeschrieben, weil ich das letzte Mal so ein bisschen verkackt habe, muss ich ja mal sagen. Da habe ich nämlich vergessen, wie der Titel richtig hieß, oder ich war mir unsicher. Auf jeden Fall, wir sind in der letzten Folge ein Level aufgestiegen, haben das Tor aufgemacht, wurden dann natürlich weggebombt. Aber hey, wir lernen das Spiel ja gerade noch. Es ist auch das erste Mal, dass ich sowas jetzt hier aufnehme. Was ist das? Schaufel? Also, ne, so ein Spiel meine ich. Wie gesagt, und ich bin auch bei sowas auch nicht der übelste Pro. Komm schon. Aua. Alter, ich will bloß mal gucken, was du gerade kannst hier, ne? Ich dachte gerade, der steht nochmal auf. Holzschild, ich will kein Holzschild. Also ich weiß nicht, das ist bestimmt ganz geil, um auch mal zu blocken, aber irgendwie noch bin ich da nicht so. Nee. Ich glaube, ich muss wirklich noch die Tragfähigkeit muss ich verbessern im nächsten Level. Damit wir beweglicher sind, damit wir schneller sind, vielleicht auch weniger Ausdauer verbrauchen. Da lag noch was. Weniger Ausdauer verbrauchen. Ich habe das jetzt auch in OBS mal kurz ein bisschen lauter gemacht. Ich mach's mal noch ein bisschen lauter. Moment. So, ist jetzt auch volle Pulle laut. Also, ich hoffe nicht, dass das Spiel jetzt zu laut wird. Was habe ich jetzt aktiviert? Ja. Oh, hi. Aua. Geht doch. Oha, da kommt noch wieder einer, also so ein Arsch mit. Nee. Warte mal, ich muss mal kurz was snacken. Ich glaube auch. Das habe ich mir schon gedacht, du Kackarsch, Alter. Alter, hast du mich jetzt ernsthaft hier runtergeschossen? Alter! Ja. Nein, lass mich doch mal. Erst ich, dann du. Ja. Bin hier der Besuch, ich habe Vorrecht. Parieren unmittelbar vor dem gegnerischen Treffer, um den Angriff, bla bla. Okay. Gut, das wusste ich jetzt beim Controller leider noch nicht. Natürlich auch mal in die Beschreibung gucken, in die Steuerung gucken können, aber hey. Ich habe ja doch das Tutorial an. Ist das jetzt hier am Anfang oder wo bin ich jetzt hier? Karte bitte. Ja, wenn ich jetzt da runter gebe, ich wieder. Ja, genau. Das wollte ich genau und nicht anders. Fahren wir jetzt noch mal runter? Nein, bitte da. Oh, da sind zwei mit runtergeplumpst. Hoppala. Was war das hier noch? Ich ahne, wenn ich dagegen springe, habe ich verkackt. Ging es hier noch woanders lang? Ein Kupferbarren. Okay. Nee, ich will da hoch. Hallo. So, jetzt habe ich es verkackt. Nee, habe ich nicht. Gott sei Dank. So, kann ich hier noch irgendwie die Karte so aufrufen? Nee, was ist denn das?
Nee, halt, was habe ich jetzt? Nee, das habe ich auch nicht. Nö, muss ich wirklich hier zack, zack, zack. Ich komme jetzt hier nicht. War doch hier, oder? Ja, nochmal, wir gehen nochmal kurz nach rechts. Nein, ganz weg. So, jetzt gehen wir nochmal hier gucken. Ah, ich könnte es jetzt. Soll ich es mal probieren? Ich probiere es jetzt einfach mal. Okay, hat nichts gebracht. Komme ich nirgends zu toll. Wo bin ich denn jetzt? Ach so. Super. Ganz toll. Naja, erkunden und so, ne? Wenn wir im Thema sind. Warte, hier war ich ja schon. Das kennen wir. Dann gehen wir halt hier jetzt mal lang, wenn wir schon mal hinten sind. Nochmal gucken. Ich würde sagen, hier hoch kommen wir jetzt auch nicht. Nee, auch nicht. Schade eigentlich. Okay, dann müssen wir wieder hier lang. Weil ich da ja keine Leiter unten habe, irgendwie, dass ich da hätte hochgehen können. Echt jetzt, das zählt jetzt als entdeckt, ja? Oh, guck mal, Kiste. Okay, ich sie aussah down. Na toll, das finde ich jetzt erst. Mach auf. Dann nimm das alles mit. Kleine Fokusfiole. Nee, hier kommen wir nicht hoch. Schade eigentlich. Geht's hier hin? Kann ich hier noch irgendwo hin? Hinter dem Wasserfall, ja? Oha, was ist das? Ah, für Waffen. Du nimm alles mit hier. Geiler Scheiß. Stimmt, so ein Geheimversteck hier gewesen. Hinterm Wasserfall. Geil. Okay, na, dann muss ich jetzt erstmal den weiteren Weg suchen. Und ich merke schon, Ausdauer wird für uns ganz... Seemannsfest habe ich jetzt entdeckt. Ich hänge hier fest. Mir hinaus ein Seemannsfest helfen. Dankeschön. Können wir uns gleich nochmal... man merkt ein bisschen, ganz hundertprozentig clean läuft das hier noch nicht. Können wir jetzt hier rein? Mal auf die Karte gucken. Haben wir ein bisschen mehr was freigelegt. Hier unten waren wir auch schon am Strand. Oh, was war das? Echt jetzt? Die finde ich jetzt erst. Bist du? Was ist das denn? Spaltleder. Ja, stimmt, die haben ja gesagt, da taucht doch neuer Loot auf, ne? Wenn du da nochmal lang gehst. Ah. Ja, gut. Ja, und die hätte ich. Oh, ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade, das ist eine Axt. Oh, was ist denn das hier? Kann ich das kaputt machen? Ich würde gerade sagen, sieht nicht so aus, aber. Doch. Was ist das? Tagebuch. Ich zog kurz meinen Hut vor der mürrischen Gastwirtin, denn ich würde ihre Dienste nicht brauchen. Mein Besuch auf Sakra sollte nicht mein leibliches Wohl dienen. Für mich würde es kein kaltes Bier und keine warmen Betten geben. Ich bin gekommen, um meine Zähne in die Wildnis der Insel zu schlagen und um zu sehen, ob sie zurückbeißen würde. Uralte Ruinen ragten auf
Unsichtbare Vögel riefen einander zu, die Sonne ging über dem Aschemeer unter. Ich schulterte meine Bündel und machte mich auf durch die Tore von Sakrament aus Abenteuer in der Wildnis von Sulin Fod. Und Kiste. Ja, nimm alles mit. Wissen ja immer noch nicht, was wir mal gebrauchen können hier. Die Höhle habe ich das letzte Mal übersehen. Hier, guck mal, das können wir diesmal mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Liegt hier noch mehr rum? Oder ist es wirklich bloß das, was dann da für uns abfällt? Ja. Können wir auch nicht mitnehmen. Guck mal, das habe ich nicht mitgenommen hier. The Duty Yelled, Minium. Ja, mach alles. Gebrauchen können wir es. Wie wir ja gesehen haben, bin ich ab und zu mal umgefallen und geschubst und gehauen worden. Jetzt kann ich nochmal auf die Karte kurz gucken. Wir sind hier, wir können ja hier rechts hochgehen. Aber wir müssen irgendwie hier lang, aber das ist Höhle. Das ist eine Höhle? Ach, das war da, wo ich gerade war, wa? Bin ich hier vielleicht doch irgendwo noch nicht lang gegangen, wo ich hätte dann weiterkommen können? Guck mal, hier geht's runter. Hab ich gar nicht gesehen. Ach, das ist, also mache ich die Wege dann für mich selber frei. Oh, Kiste. Münze, Kieferplanken und einfache Haut. Okay. Bringt die uns was? Die einfache Haut? Nein, da wollte ich nicht hin. Wie stark ist die? Okay, doch im falschen Menü. Nee, bin ich nicht. Muss ich nochmal gucken hier. Nochmal ins Inventar. Da ist sie. Kann dann eine Gabram und achso, okay, Verarbeitungsgegenstand. Während ich durch den fauligen Morast, was? Während ich durch den fauligen Morast raste, erhoben sich die Niff links und rechts von mir. Die Pestilenz hatte ihren Verstand verrotten lassen und das saure Wasser hatte ihnen Exkrementen den Rest gegeben, sodass nur Raserei und Blutdurst verblieben. Meine einzige Hoffnung war, festen Boden zu erreichen, mein Schwert zu ziehen und mich in ein letztes Gefecht zu stürzen. Selbst wenn ich sterben würde, so würde ich mich doch wenigstens weigern, meinen Leichnam diesen widerlichen Gewässer zu überlassen. Okay, hier war jetzt nichts weiter, ne? Hier war ich ja auch schon mal unten. Und die Kiste ist offen, nicht offen? Ist die offen schon? Ne, die war noch nicht offen. Dann war ich hier doch noch nicht. Da unten war ich doch schon mal. So, und von hier oben. Oh, ich will gerade gucken. Nee, komm hier nicht hoch. Versuch was wert. Nee. Ist das jetzt offen? Oh, Schlüssel Westbrücke. Hat einer von euch einen Schlüssel für die Westbrücke, Mann? Nee. Das bringt mir so gar nichts. Oh, 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 oh.
komme ich denn da hin? Ich will jetzt hier aber auch nicht runterfallen, wisst ihr? Okay, trotzdem runtergefallen. Ging fest. Nein! Ah! Oh, verdammt nochmal. Schnell darüber. Alter, wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt. Okay, so geht's natürlich auch, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ob das so gewollt war, aber hey, warum nicht? Erstmal schön abgestürzt hier. Okay, kriege ich nicht kaputt. Schade. Okay, komm auch nicht lang. Ah, da geht eine Leiter auf. Warte, ich gehe da gleich hin. Was, hier gab es noch was? Hätte ich doch gewusst. Au. Au, au, au. Boah, Gott sei Dank habe ich das gerade noch gegessen, ey. Ja, ich dich doch erwischt, du Wichser. Hätte ich nicht gesagt. Sag mal nicht. Oh, die waren ein bisschen schneller. Ich sag, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das jetzt so vom Spiel gewollt ist, dass wir hier schon sind, aber hey. Dann ist es so, ne? Ja, bestimmt irgendwas Wichtiges verpasst oder sowas. Aber hey. Wie gesagt, es ist noch eine Early Access, wie ihr alle wisst, ne? Das heißt im Endeffekt, das Game ist auch noch lange nicht fertig. Was haben wir hier? Bitte was Tolles? Ach, drei Münzen. Das ist schon irgendwas Geiles oder irgendwie so. Aber wir nehmen mal trotzdem noch ein Süppchen. Juhu, Kiste. Immer gut. Oha. Rotkäppchen. So. Machen wir denn Rotkäppchen? Da haben wir Rotkäppchen. Helm, ja. Nehmen wir, wa? Sind wir hübsch. Sind wir ein hübscher junger Mann. Mit Rotkäppchen. Ich lese das mal nicht vor, ihr könnt euch das ja den Tag 35 der Erkundung dieser elenden Flex mal kurz durchlesen. Ihr wisst ja, Pause machen notfalls. Komme ich noch nicht hoch, wa? Springen ist auch nicht. Ich habe ein bisschen duster, ne? Vielleicht. Oh, guck mal, Kiste, geil. Alter, was ist das denn? Nice. Nimm mit. Rüste aus. Das ist besser als unser. Na, aber auf jeden Fall, nimm mit. Der ist 94, 81.
Das ist eine Leiter. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Karte gucken. Sind wir jetzt... Ach, wir sind immer noch nicht auf der rechten... Ach, verdammt. Ich dachte, wir sind jetzt rechts auf die Seite gekommen da. Okay. Kurz runter. Hier gibt's doch bestimmt nicht. Hier geht's nicht hoch. Hier kommen wir auch nicht hoch. Hilfe! Nicht ersaufen! Nicht ersaufen, Mann! Geht's hier irgendwo lang? Nee, ne? Nee. Ja, dann gehen wir erstmal wieder hoch. Weil da drüber müssen wir. Ah, guck mal. Oh, leck mich. Der Grobmotoriker lässt grüßen, ne? Nein! Bitte da lang. So, dann hier. Ganz vorsichtig, Minium, ganz vorsichtig. Wow. Keine hektischen Bewegungen werden ganz geil. Aber da rüberspringen schaffen wir trotzdem nicht einfach so. Ja, da mal hoch. So. Schon so aus, als würde man hier das Tor muss man schon runterlassen, aber es muss ja dann von oben irgendwie gehen. Aber da war nichts. Oder habe ich da bin bestimmt an irgendwas vorbeigelaufen, wa? Ich stehe auf was Unsichtbarem. Oh, ich dachte schon, jetzt irgendeine Kurbel oder sowas gefunden. Da komme ich ja noch nicht hoch, weil da fehlt noch was. Aber da muss ich an irgendeiner Stelle anders wie hochkommen, ne? Aber wie? Das ist eine gute Frage. Nicht hier hochklettern? Nee. Oh! Ich will jetzt nicht sagen, das war typisch, aber hey, das war irgendwie typisch. Guck mal, wo er hier noch hinkommt, ey. Er muss doch hier irgendwie... Ist die Kiste wieder voll? Aber echt mal. Kann ich hier... Warte mal. Ich wollte es mal testen. So. Und links ist eine Kiste. Ich wollte gerade sagen, das war doch das, wo wir jetzt schon waren, oder? Nö, da waren wir auch noch nicht. Was guckst du? Er hat gerade so ungläubig geguckt hier.
Hier waren wir doch, aber wir kommen hier auch nirgendwo hoch. Das Tor hier ist noch zu. Nein, ich will da hoch, Mann. Ich will die Kräuter. Ja, genau. Auch nicht. Hier muss es doch irgendwo weitergehen. Hier kann ich ja auch nichts drehen, oder? Komme ich nicht hoch, weil das nicht runtergelassen ist. Das heißt, ich muss erst auf einen normalen Weg da irgendwie hinkommen. Nee. Wie gesagt, ich weiß, ihr werdet das bestimmt schon irgendwo gesehen haben und ich stelle mich gerade wahrscheinlich einfach bloß zu brassig dafür an. Sieht so aus, als wenn wir da hinten hin müssen. Aber ich werde doch jetzt nicht einfach darüber springen können. Ich stürze doch da ab und stürze ich da wieder ins Wasser. Probieren. Okay. Hab's probiert. Versuch ist schief gegangen. Aber es gibt doch jetzt auf der Karte, war doch jetzt hier auch nichts. Du komm hier nirgendwo hoch, oder? Das ist einfach steiler Abhang. Guck mal hier unten nochmal. Wieder, wo wir schon mal waren. Okay. Ach Mann. Wo lassen wir denn jetzt das Ding runter? Das wird jetzt schwierig hier. Ach, bin. Ah ne, das geht nur dahin. Und da lang springen bringt auch nichts. Das habe ich ja schon probiert. Oder ich habe mich einfach zu dämlich angestellt. Soll ich es nochmal probieren? Wir probieren es nochmal. Das hätte doch aber fast geklappt mit darüber springen, oder? Dieses komische. Warte mal. Einmal noch. Oder es ist nicht so gewollt, dass wir da auf diesen Absatz rüberspringen können. Schräg rüberspringen. Nee, hätte klappen können, ne? Einmal noch, komm. Oder können wir von hier nicht runterfallen, meine ich, sondern von da rüberspringen, wenn ich da mich jetzt nicht zu dusselig wieder anstelle, hier lang zu laufen. Hier irgendwas. Oh, mach doch. Ich wollte gerade sagen, mach doch nicht sowas. Ja, Leute, wie wir da weiterkommen, das finden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge raus von No Rest for the Wicked. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da, dann verpasst ihr keine zukünftigen Folgen mehr. Und ihr unterstützt natürlich auch mich und meinen Kanal. Haut rein, bis zum nächsten Mal.